Schönen guten Morgen, Mittag, Nachmittag, Profil, Newsroom, irgendwie bei mir Alwin Schönberger, Ressortleiter der Wissenschaft seit gefühlten 1000 Jahren bei Profil. Wir haben eine Titelgeschichte, die sich mit der Moral beschäftigt, Arbeitstitel und wahrscheinlich auch endgültiger Titel. Was ist Moral? Anlässe viele, nicht zuletzt Trump. Trump kam eher zufällig, wir hätten sonst auch gemacht. Weil der wirkliche Anlass ist, glaube ich, es ist ein Buch, das rauskam. Kernstück, ein Ja, es gibt Interview. einen sehr renommierten Verhaltensforscher in Deutschland, ursprünglich Amerikaner, der sich unter anderem mit Fragen der Moral auseinandersetzt, mit der Frage, woher kommt das eigentlich? Ja? Sehr vieles, was er tut, kommt aus der Tierforschung, mit der Frage, Das ist, glaube ich, die aktuelle Sache da. Das ist das eine hat er jetzt Studie. gemacht, genau, haben denn möglicherweise Tiere schon Moral, verhalten sich Schimpansen moralisch, haben die einen Gerechtigkeitssinn? Und das ist ja oft recht romantisch betrachtet Ja. worden. Gerade Ja, Schimpansen, überhaupt Schimpansen, ja. nicht. Nicht Gar einmal gemeinsame nicht, gar Jagd. nicht. Nein, nein, Ja, gar überhaupt alles nicht. Nein, nein. Zufall. Ja, klar, die rennen halt alle gemeinsam los. Genau, Und aber das jeder schaut will auch. nur seinen eigenen Vorteil. Richtig, Schaut ja, aus, als wäre genau. es Ja. gemeinsame Richtig. Jagd. Nein. Ganz genau so ist es. Okay. Und das Gleiche gilt auch mit hoher Wahrscheinlichkeit für Gerechtigkeitsempfinden. Ja, da ist schon ganz offenbar ein gewaltiger Sprung vom Tier auf den Menschen. Und beim Menschen scheint es schon so zu sein, dass er eine Art angeborene Moral hat. Das heißt, Also die man weiß, genetisch kodiert ist. ja, das ist die große Frage. Es ist nicht ganz Okay, sicher. Es ob gibt, das epigenetisch man hat zum weitergegeben wird. Beispiel, Ja. man hat schon Gene, die möglicherweise damit auch irgendwie zu tun haben, die mit der moralischen Entscheidung, Einschätzung zu tun haben. Sicher ist, dass schon kleine, relativ kleine Kinder eine Art Gerechtigkeitssinn und Empfinden für Fairness haben. Ne? Das Funktioniert ist bei ziemlich Kindern klar. zum Beispiel, wenn man Laden Genau, rauszieht und das die ist sehr, teilen ja, dann genau, ja. Tiere nicht, also Und zwar dann, wenn sie Abkommen? gemeinsam arbeiten. Das Genau. sind, sie Ja. kooperieren und dann wird geteilt. Ja. Das sind die Dinge, die Michael Tomasello, so heißt er, herausgefunden hat. Das heißt, es gibt im Menschen offenbar eine von vornherein verankerte Moral, Und die nur muss welche? irgendwie, welche weiß man Weiß nicht. man nicht, das kann ganz verschieden aussehen. Ja. Okay. Ja. Also wir haben eine Art angeborenen Moralinstinkt, aber welchen? Das ist eine ganz andere Frage. Grund, warum der angeboren sein könnte oder auch weitergegeben wird, wäre Evolution. Richtig, das wäre Evolution oder zumindest ein Begleitprodukt der Evolution, so wird es oft gesehen. Je größer die menschlichen Gesellschaften geworden sind, desto mehr war es auch notwendig, dass man ein Wertesystem schafft, damit sich die Menschen innerhalb dieser Gemeinschaft wohl verhalten, damit es keine Trittbrettfahrer gibt, die die anderen ausnutzen, damit man kooperiert, damit man einen großen gemeinsamen Strang zieht gewissermaßen. Jetzt kann man sagen, Religion ist auch so etwas Ähnliches. Es gibt auch die Theorie, dass Religion ein Nebenprodukt der Evolution ist, genau zu diesem Zweck. Kam aber Nämlich, viel später. genau, das ist der Punkt. Also mit hoher Wahrscheinlichkeit ist es so, dass Moral zuerst war und Religion später. Okay, also die Moral hat Gott geschaffen, nicht Gott die Moral. Wenn wir das Menschen schon so dann, sehen, dann wenn dann so. so, ja. Okay. Aber man Ja. darf sich, du hast schon gesagt, unter Moral jetzt keinesfalls irgendwie Mitmenschlichkeit oder ähnliches vorstellen, weil es kann auch moralisch sein, gemeinsam Krieg zu führen oder auch Richtig, einen Angriffskrieg zu führen genau. und dann nur Also zusammenzuhalten. in der aller perversesten Ausprägung könnte man sich, könnte man furchtbare Verbrechen moralisch rechtfertigen. Das geht hin bis zu, also es gibt einen deutschen Wissenschaftler, der hat Massenmorde untersucht und Massenerschießungen und sowas. Und dann, wie rechtfertigen die Menschen, die sowas tun, das, was sie getan haben? Und die rechtfertigen das durchaus Das ist eine moralisch. moralische, es ist einfach notwendig, sozusagen im Sinne unserer Gemeinschaft, im Sinne des Fortkommens unserer Gesellschaft und zum Wohle unserer Kinder, muss das halt sein. Das geht bis hin zu Kindeserschießungen. Und man sagt, naja, die Eltern sind ja schon tot. Das Kind wäre ja allein gar nicht mehr lebensfähig. Ich tue ja sozusagen was Notwendiges, Sinnvolles Für im das Sinne Kind für und das für die Kind. Ja? Gruppe. Und das ist nicht mal zynisch gemeint. Die sehen das wirklich so. Das ist eine pseudomoralische Okay, Rechtfertigung solcher Taten. damit sind wir schon irgendwo mitten in der Politik. Kommt Trump vor in der Trump Geschichte? kommt schon vor, wobei sich da die Forscher recht bedeckt geben und sagen, ja, immer diese Ferndiagnosen. Der kommt bei uns in einer anderen Geschichte vor, ich weiß nicht, ob diese oder vergangene Woche, nämlich bei Ja, Borderline-Störungen. okay, Oder ja. nein, es war die Das ist eine Narzissmusgeschichte, die dann Narzissmusgeschichte. ohnehin so. Die halten sich das, andere halten sich sehr zurück und sagen, naja, das mit den Ferndiagnosen. Aber es gibt eine interessante Äußerung eines Wissenschaftlers, der sagt, wenn schon Moral, dann ist es doch viel interessanter, die Gesellschaft möge sich doch moralisch verhalten und
sozusagen auf Basis ihrer gemeinsamen Werte dagegen aufstehen und ein Zeichen setzen. Das ist viel sinnvoller. Okay. Sehr spannend. Viel Spaß, Vergnügen, Erkenntnisgewinn mit dem neuen Profil.